Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play DayZ. Und dieses Mal ist wieder mit dabei Flo und der neue, der Midi nämlich. Hallöchen. Genau. Guten Abend. Und wir roxern jetzt hier mal wieder DayZ, aber dazu müssen wir uns erstmal finden. Wie immer, ja. Kommen wir nicht drum rum. So. Also ich bin noch an der Factory, auf jeden Fall. Was für eine Factory? Die in der Nähe von Zolnitschi. Ja, hier, ja, 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 da hab ich noch ein Stückchen hin. Ja, ich laufe jetzt dir mal entgegen. Du hast ja das Meer zu deiner Linken, ne? Ja, ja. Ja, okay. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum ich so viel Equip habe, ich habe natürlich ein bisschen so gespielt, ohne aufzunehmen und dementsprechend muss ich jetzt wenigstens mit euch nicht gleich wieder von vorne anfangen, was ich eigentlich auch ganz angenehm finde. Ja, nachdem wir, was weiß ich, wie oft umgebratzt worden sind. Ja, richtig. Passierte leider recht schnell hier drin. Und ich finde halt gerade den Anfang immer sehr nervig, wenn man sich dann erst wieder alles zusammensuchen muss und wieder dann irgendwie gucken muss, dass man überlebt und... alles ein bisschen schwierig. So. Oh, guck mal, ein Weapon Cleaning Set. Vergiss es. Ja, aber genau, wo du es gerade sagst, seit der letzten Aufnahme also, ist hier drin einiges passiert. Die ist ja doch schon ein paar Monate alt. So ein paar, glaube ich, stimmt gar nicht, aber einen mindestens. Man sieht jetzt so ein bisschen die, als Beispiel, den Zustand der Klamotten und Gegenstände, die man hat, sieht man hier meine Axt gerade. Die ist badly damaged oder damaged auf jeden Fall und sieht nicht mehr ganz so schick aus. Es gibt jetzt so ein Waffenreinigungskit und so weiter, ein paar Bugfixes, tolle Mützen gibt es und sowas alles. Nur mal so kurz zusammengefasst. Und jetzt suchen wir erstmal Flo. Flo, ich laufe an der Hauptstraße lang, also nicht direkt auf der Hauptstraße, sondern an den Gleisen, besser gesagt. Ich laufe so langsam gen Süden. Und Midi ist am Arsch der Welt, hatten wir vorhin rausgefunden, ne? Ja, ich laufe jetzt erstmal Richtung Osten, irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Wenn du am Meer bist, dann können wir dich ja irgendwo einsammeln. Ja. Gut, also hier, wo ich jetzt gerade bin, war auf jeden Fall noch nicht so häufig jemand. Alles voller Zombies. Ja, ich bin jetzt hier gerade in der... Stirb, du Erzeuger-Penetrierer. In einer kleineren Stadt. Und da kommt gleich ein Zombie. Kommt noch ein Zombie. Es ist aber auf jeden Fall schon mal sehr angenehm, wenn man keine Angst mehr von diesen scheiß Zombies haben muss. Ich frag mich, wo die gerade herkommen. Boah, fuck, der hat mich gehittet. Von links. Wenn hier aber zwei Zombies in der Nähe der Hauptstraße sind, dann war hier aber noch keiner. Also, würde ich zumindest behaupten. Und da kommt schon wieder von irgendwo ein Zombie. Zwei sogar. What the fuck? Die haben dich. Schon wieder hitten lassen. Ich hab's ein bisschen verlernt. Aber nein, jetzt geh doch da rein. Hallo? So. Das heißt, hier war noch niemand. Schade, hier ist auch nichts. Ich will meine Schrotflinte wieder haben. Stimmt, du hattest ja von der abgesägte Schrotflinte erzählt, hast du. Oh, what the fuck, hier liegt einfach mal ein PU-Scope auf dem Tisch. Leuchter. Oh mein Gott. Gesagt. Bitte? Nö. Wüsste, wo dieses Office-Building ist, ne? Würde ich da eventuell auch nochmal durchflitzen, aber... Ich finde es nicht... Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Grüße. Das mit dem Scope finde ich ja echt cool. Steht schon wieder ein Zombie. Oh Mann. Ja, ich höre auch welche. Kommt hier, Mistsäcke. Wenn man geduckt rückwärts geht, dann tippelt man so lustig. Das ist echt lustig irgendwie. Gott, er ist ein Weiberheld. Wusste es.
Was? Hier rennen hier 4 weibliche Zombies zu. Oha. Die haben so einen Manfinder drin. Ja, wahrscheinlich. Ja, Flo, kannst du sagen, wo du in etwa jetzt gerade bist? Berezino, südlicher Ausgang so langsam. Ich sehe schon, dass das große Rohbaugebäude gedönsdingens. Du meinst diese Baustelle, wo wir damals mit dem Lars waren und so? Genau. Okay. Bin ich da schon dran vorbei? Muss ich jetzt gerade überlegen. Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Ey, das ist eine ganze Ecke von Solnici weg. Hua! Ein Highlight, ein Apfel. Iss den Apfel. Aber dann werde ich da mal zusehen, dass ich da hinkomme, dass wir uns jetzt erstmal finden. Hm. Als allererstes. Wo geht ihr beide jetzt hin? Zu diesem Rohbau mit dem Kran. Ah, okay, am Piste den. Ja, genau, da wo wir uns tatsächlich letztes Mal auch ausgelockt haben. Ja, als wir spielten. Genau. Jetzt mal auf Risiko und einfach mal quer wo es fällt. Flo, ich bin gleich da. Bist gleich da? Hm? Alles klar. Ich noch nicht. Also ich hab's auf jeden Fall schon in Sichtweite. Vielleicht da ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber... Ich kann ja mal schießen, wenn du mich hörst, dann... Mach's lieber nicht. Ja, hört mich auch wieder jeder andere Zombie im Umkreis von 70 Kilometern oder so. Richtig, zumal ist das mit den Sounds ja auch manchmal echt noch ein bisschen verbuggt. Der eine hört's, der andere hört's nicht. Das kann auch passieren. Ja. Ich hab ein Zweibein gefunden. Oh, das ist auch cool. Die haben die inzwischen eigentlich einen Nutzen? Keine Ahnung. Ah, ich habe einen Speedloader gefunden für meine Magnum. Der Traum wäre es, wenn ich jetzt eine Säge finden würde. Ich habe eine, glaube ich. Hast du? Ja, ich habe eine. Oh, rennst du mit einer Säge rum? Ja. Das ist super, weil ich habe eine Schrotflinte gefunden. Ja, das können wir ja kombinieren. Bauen wir die Säge an die Schrotflinte und dann ist alles gut. Genau. Ich hatte gestern auch noch eine SKS gefunden, leider aber keine Munition dafür gehabt. Dann hatte ich die Wahl zwischen einer Mosin, wo ich halt Munition dafür habe, und einer SKS, wo ich keine Munition für habe. Da war die Wahl dann nicht ganz so schwierig. Also falls du jetzt einen völlig überbewaffneten Kerl auf dich zurennen, scheißen Dreck. Wie kommt der Zombie hier in die erste Etage? Jetzt muss ich laufen, weil ich will nicht schießen. Und einstecken kann ich die Waffe gerade nicht. Bisschen Spaß, muss sein. Ja, also ich bin jetzt gleich bei der Baustelle. Da laufe ich gerade hin. So ein Kerl auf dich zu rennen siehst, der eine Schrotflinte in der Hand hält. Nicht unbedingt sofort niederbratzen. Das ist gut. Dann lasse ich mir 2 Sekunden Zeit. Hey, da ist einer. Pum. 1, 2. Da steht schon mal ein Zombie. Ich sehe den Kran. Ich lauf drauf zu. Von welcher Seite aus? Steht der Kran hinter dem Gebäude oder vor dem Gebäude? Nee, neben dem Gebäude. Neben dem Gebäude. Kommst du von oben oder was? So ungefähr, ja. Also von aus den Bergen? Nee, vom Wasser. Achso. Ein kleines grünes Mannequin mit
jeder Menge Waffen und einen blauen Rucksack. Gucken wir mal. Da oben auf dem Kran einer drauf? Nee. Hoffentlich nicht, ich sitze gerade da drunter. Einfach mal nach oben schießen. Also vom Wasser aus sehe ich gerade niemanden kommen. Da läuft was auf mich zu. Jetzt, da müsstest du es definitiv gleich knallen hören. Ja, ich sehe dich. Ich hab dich im Visier. Hier oben. Das bist du? Ja. Definitiv? Gut. Ja. Ja, es ist die Jägerfrau. Was du denn jetzt auf? Die Gasmaske. Weil du immer so viel furzt. Ja, dafür habe ich den Armeehelm so. Midi, was schätzt du, wie lange brauchst du hierher? Alter, gute Frage. Säge. Ja, lass das da drin machen, nicht hier auf offenem Feld. Genau, da gehen wir in die Baustelle, um etwas zu werkeln. An Cabanino vorbei und ja. Oha, ja, das ist glaube ich noch eine ganze Ecke. Das ist noch eine ganze Ecke. Wir sind schon ungefähr auf derselben Höhe wie ihr. Hock dich nicht mitten in den Raum, hock dich irgendwo in eine Ecke. Ja, ich will das hier eigentlich gerade nochmal ein bisschen durchforsten. Aber ich schmeiß dir die Säge hier jetzt hin. Mhm. So, da liegt sie. Einfach weiter Richtung Küste, mehr nicht. Jo. Mach das mal. Ich durchforste mal hier ein bisschen die Baustelle. Hier liegt ein Rucksack, aber der habt ihr wahrscheinlich alle einen. Welche Farbe? Grün. Ein kleiner. Ich sag einfach Bescheid, wenn ich wieder in einer größeren Ortschaft bin. Ja. Ich frag mich halt gerade, ob wir jetzt hier auf dich warten sollen oder nicht. Ja, ich meine, noch weiter weglaufen können wir ja auch nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist schon recht. Wofür waren noch mal die... Na komm schon, zeig's an. Die 762er Muni, war das für eine Mosin? Mosin oder? Je nachdem, die SKS brauchen auch welche. Echt? Ich wollte da gestern 762er reinschmeißen und das hat nicht funktioniert. 762 mal, warte, ich guck mal eben, wie heißt denn der Scheiß. Wenn die Patronen dunkel sind, also schwarz, dann sind sie für die SKS. Ah, okay, ja, das ist doch gut zu merken. Sind sie Messingfarben, sind sie. Für die Mosin. Oder für die Knicker, da kannst du die auch reinstecken. Ah, ja, okay. Genau. Dafür für das Ding habe ich sogar noch einen Snaploader dabei. Ich tatsächlich auch. Für den findest du, glaube ich, recht häufig, ne? Ja. Da unten stehen Zombies. Ich bin jetzt eine Etage höher. Da kommt ein Zombie auf uns zugelaufen. Wie gesagt, ich bin eine Etage höher. Darf ich schießen? Mach doch. Oh, hier liegt ein Militärrucksack. Echt? Ein Hunting-Backpack, ja. Die Sau fällt auch nicht um. Eine Etage höher, Flo, hol ihn dir. Ich seh dich. Oh, jetzt kommen sie alle. Geh mal eben runter. Ich spiel mal Begrüßungskomitee. So, wenn du damit fertig bist. Ich hab daneben geschossen. Da. Nicht schießen, das bin ich. Ja. Komisch, warum habe ich eigentlich gerade den Stein getroffen? Das war ein bisschen seltsam. Womit hast du geschossen? Mit meiner Mosin. Das ist wirklich seltsam. Starker Gegenwind oder so, ich weiß es nicht. Das genießt beim Abdrücken. Ja, oder so. Da kommt noch ein Zombie. Das war ich. Aha, hier liegt eine Feuerwerkst. Hast du deine ausgetauscht? Nee. Die ist gleich schlecht. So, was ist denn das Atlas-Zweibein? Für eine Mosin wahrscheinlich oder irgendwas Sniper-mäßiges. Kannst du für die Mosin nehmen oder für die M4? Egal. Hier, ich schmeiße das da mal hin, falls du es haben willst. Ich brauch's nicht. Muss sowieso aussortieren hier. Willst du deine Säge wieder haben? Nö, kannst du behalten. Ratsche. So viel zum... Ja, Ratsche. Ritschi-Ratschi! Ich hab hier noch Munition für deine Mosin. Ich habe auch gerade welche gefunden. Glaube ich. Oder? Ist das jetzt Mosin-Muni? Wenn die so verpackt sind, dann weiß ich es noch weniger.
Mal 39. Wenn es eine dunkle Verpackung ist, ist es auch SKS. Das ist so eine grüne. Ja, das ist meine. Das ist so eine grüne, 762 mal 39. Das ist für die SKS. Ja. Komm mal her, ich hab noch ein. Leg ich die hier hin. Ja, gut. Ich hab nämlich auch noch zwei Sachen für dich. Ich hab noch ein Magazin für die Pistole, ein volles. Ja, ich hab selber tatsächlich noch ein Magazin dabei. Also, ich brauche eigentlich keine Pistolenmuni mehr, aber ich nehm's trotzdem. Ja. Tauschen wir einfach hier. Warum habe ich eigentlich ein leeres Magazin für eine M4 dabei? Ich wollte gerade sagen, hat wer von euch eine M4? Ja. Ja, dafür kann ich dir auch noch Munition geben. Ich glaube, ich habe genug. Ich passe auf jeden Fall nichts in meine Kiste mehr rein. Ich habe 60 Schuss Magazin für die M4. Habe ich auch zwei.